Wenn es dann so regnet und dann riecht es so fresh, das mag ich. Mhm. Das mag ich auch sehr gerne, finde ich gut. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Yes. Sonst hätte ich auch Faust gemacht. Das ist bestimmt die Frage. Nein. Würdest du eher unter Wasser atmen können oder fliegen können? Fliegen. Fliegen? Ja. Warum? Dann kann man von A nach B viel schneller, ohne Problem. Mhm. Und ich glaube, also auch wenn man zum Beispiel im Urlaub fliegen möchte oder so, braucht man keine Gedanken machen. Ja. Du? Unter Wasser hätte ich auch Angst. Also ja, ich möchte gar nicht. Ich mag auch nicht mit dieser Maske unter Wasser, wenn man dann atmen muss. Mhm. Irgendwie. Nee. Finde ich das nicht so schön. Ich würde auch lieber fliegen können. Joel. Bist du gut in eine andere Sportart? Wenn ja, welcher? Ich glaube, dass ich alle Ballsportarten relativ gut kann. Oder auch zum Beispiel Badminton spiele ich gerne. Oh, cool. Ja, also eigentlich alles außer Schwimmen, da bin ich echt langsam. Echt? Also ich kann schwimmen, aber... Ich hätte schwimmen gesagt. Ehrlich, bei dir? Ja. Ah. Ich konnte früher richtig gut schwimmen, aber dann habe ich gesagt, Mama, ich möchte gerne Fußball spielen. Mhm. Und dann bin ich aufgehört. Okay. Aber sonst mit Ball ist doch bestimmt bei dir auch... Ja, ich mag auch. Also ich mag auch Badminton. Mhm. Was ist dein Lieblingsgeruch? Lieblingsgeruch. Ah, ich weiß. Ich liebe es im Sommer, wenn es dann so regnet und dann riecht es so fresh. Mhm. Das mag ich. Mhm. Das mag ich auch sehr gerne. Finde ich gut. oder Aftersun oder Sonnenmilch finde ich riecht auch gut, weil es irgendwie an Sommer erinnert. Ja. Das war gut. Lieber besser als gedacht. Ja. Okay. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufstehst? Also du weißt meine schon, aber... ich mache mir, wenn ich zu Hause bin, einen Kaffee und mein Frühstück und setze mich dann damit auf den Balkon. Und mittlerweile lerne ich dann immer eine Sprache am Laptop. Krass, welche Sprache lernst du? Spanisch. Boah, hola. Kannst du schon viel? Nein. Aber eine richtig schöne Sprache. Ja, aber ich habe überlegt, ob ich jetzt auch nochmal Englisch mit den Zeitformen und so dranhänge. Ja. Und du? Ich stehe auf und ich entweder meditiere oder ich schreibe mein Tagesbuch oder ich mache mein Smoothie Bowl. Mhm. Ja. Oder deinen Shake. Oder mein Shake, wenn wir hier sind. Ja. Ja. Ah, welche Sprache würdest du gerne sprechen können? Spanisch? Schon. Also mein Papas Frau, sie ist Spanisch. Und sie redet immer Spanisch mit mir, als ob ich das verstehe, aber ich verstehe kein Wort. Ich sage immer, Papa, was hat sie jetzt gesagt? Spricht dein Papa Spanisch? Schon, ja. Mhm. Also deswegen möchte ich gerne auch Spanisch lernen und ich finde es auch richtig schön. Ich finde die Sprache auch sehr schön. Ich hätte es auch gerne schon in der Schule gehabt früher. Hier in Deutschland? Aber da konnte ich nur Französisch oder Latein nehmen, da hatte ich Französisch. Aber ja, eigentlich hätte ich gerne Spanisch gewollt und jetzt, wo ich mein Studium fertig habe, habe ich dann gesagt, fange ich Spanisch an. Ja, genau. Ja. Cool. Oh. Welcher Superheld wärst du gerne? Ah. Boah, gefühlt kenne ich nur Spider-Man. Ja. Aber Spider-Man ist schon cool, wenn er da. Das an die Wände und hin und her fliegen. Laufen kann und so, ja. Ja. Ja, Spider-Man. Und du? Also, ich muss eigentlich schon viele kennen jetzt. Mhm. Aber? Also, ich finde auch Superman richtig cool. Aber ich finde zum Beispiel auch Hulk auch cool irgendwie, weil er so stark ist. Mhm. Aber ich möchte lieber eine haben, die auch viele unterschiedliche Sachen kann. Mhm. Würdest du lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? In die Zukunft. Ja? Ja. Warum? Ja, ich bin dann auch mal, also jetzt ist auch so eine Phase, also wenn man 26 ist, kommt man so in eine Phase, wo man denkt, okay, wie sieht die Zukunft überhaupt aus? Mhm. Und irgendwie kann ich mich auch noch nicht so weit weiter gucken jetzt. Mhm. Deswegen, und auch wie alles sich so entwickelt, ob wir irgendwann mal in Autos fahren, wo man gar nicht mehr richtig selber fahren muss und so. Mhm. Oder ob man mit einem Auto fliegen kann oder keine Aber würdest Ahnung. Du auch gerne in deine eigene Zukunft schauen oder nur so technisch gesehen? Auch meine eigene. Ja? Also, ist es dann also eigentlich schon, aber irgendwie auch wieder nicht. Mhm.
Aber ich würde auch nicht gerne in die okay, du kannst auch in die Vergangenheit gehen, dass du dann auch wieder... Vielleicht Leute, die du verloren hast, dass du die wieder triffst. Ja, oder Sachen die du... Entscheidungen vielleicht. Genau, Entscheidungen, änderst. Dass du die änderst. Obwohl, ich bin auch froh mit die Person, die ich jetzt bin. Ja, und das auch. Hat und mit auch den Entscheidungen, die man getroffen hat. Ja, und Vergangenheit ist schon ein großer Teil davon, wie man jetzt ist. Mhm. Aber ich finde, wenn man in die Vergangenheit reisen kann und dann nochmal sein Leben anders leben kann, ist auch interessant. Aber ich fände es auch sehr interessant, was in der Zukunft passiert. Also nicht für meine eigene Zukunft, ich glaube, das möchte ich nicht wissen. Ja. Aber so wie die Welt mit dem, aussieht. Genau. Ja. Ich glaube auch. Weil ich möchte nicht gerne wieder zurück oder nach vorne. Weil ich bin auch froh mit das, was wir jetzt haben. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man irgendjemanden verloren hat, der einem sehr nahe stand, dass man dann schon gerne in die Vergangenheit auch reisen würde. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Erzähl uns von deinem kuriosesten Traum, den du jemals gehabt hast. Oh Gott. Hast du das verstanden? Also, ja, kuriosesten. Kuriosesten. Kuriosesten? Hm. Okay. Also in der Nacht meinst du, so was ich mal geträumt habe? Ja, ein Traum. Boah. Also kuriosesten Traum, den du jemals gehabt hast. Also wenn ich träume, träume ich immer irgendwas Verrücktes. Von daher ist da gefühlt alles kurios. Okay, aber kurios heißt genau... Also verrückt. Verrückt, crazy. Mhm. Du? Hast du nicht mal gehabt, wo du dann das Gefühl hast, dass du in deinen Traum runterfährst und dann auf einmal so... Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Nee. Oh, das habe ich mal gehabt. Aber weißt du, dass du das trainieren kannst? Was, zu du träumen? Musst, also vorher, bevor du schlafen gehst, musst du dir zu dir selber sagen, ich muss versuchen, meinen Traum zu merken. Mhm. Also musst versuchen zu merken. Und irgendwann, wenn du morgens aufstehst, dann weißt du es vielleicht. Was war der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Also ich kann mich noch erinnern, dass ich damals war ich noch ganz jung und ich hatte einen Freund. Und wir sind dann irgendwo ins Kino gegangen und haben SpongeBob geguckt. SpongeBob? Ja. Als Film? Ja. Ah, cool. Ich kenne es nur als Serie. Ja. Mhm. Du? Also ich weiß nicht, ob ich davor schon mal im Kino war, also könnte ich mir schon vorstellen. Aber an den ersten Film, wo ich mich noch daran erinnere, war, glaube ich, Die wilden Kerle. Oh, wo übergeht diesen Film? Das sind Jungs, die eine Fußballmannschaft gründen. Ah. Und dann müssen die immer gegen so die biestigen Biester oder den dicken Michi oder so antreten. Das hört sich schon cool an. Ja, und dann ist auch eine kleine Love Story mit drin. Es ist nur ein Mädchen in der Mannschaft, also in der Jungsmannschaft. Von daher fand ich das früher sehr cool, weil ich das halt auch war. Ah, das hört sich gut an. Mhm. Ach, wenn wir dann doch über unsere Kindheit reden. Was war deine Lieblingsserie als Kind? Meine Lieblingsserie? Schloss Einstein. Okay, ja, ich bin auch so deutsch, dass ich genau weiß, wie diese Serie geht. Das kam immer mittags nach der Schule um 1 oder so. Also wenn man nach Hause kam, war es das Erste. Man hat gegessen oder man hat erst Fernsehen geschaut und dann lief so eine halbe Stunde die Serie. Okay. Und das war ein Internat. Okay. Und dann waren einfach viele Kinder, da gab es immer irgendeine Action. Also entweder hat sich jemand verliebt, irgendjemand ist das Pferd weggelaufen oder irgendwie sowas. Ja. Und ich habe sonst wirklich wenig Fernsehen geschaut, aber das war immer mittags so eine halbe Stunde, wo ich vom Fernseher saß. Geil. Und du? Ich glaube schon, dass meine Lieblingsserie war Totally Spies. Kenn ich nicht. Es waren so drei Mädchen, also quasi Superhelden. Mhm. Und die haben dann, war auch immer irgendwo ein Problem und dann haben die das natürlich gelöst. Aber es gab eine, die war immer dann verliebt in einen hübschen Mann. Eine hat immer alle Arbeit geliefert und ein anderer, was war mit den anderen? Die hat dann wahrscheinlich diejenige, die dann verliebt war, immer dann dafür gesorgt, dass sie wieder auch mal mitgeholfen hat. Mhm. Wow, haben wir einander noch besser kennengelernt. Sollten wir auf dem Zimmer spielen? Ja, können wir vielleicht irgendwo online noch mehr Fragen suchen.